Hallo und herzlich willkommen zu Part 7 von Let's Play Sonic Generations. Jo, alles an einem Tag aufgenommen. Boah, ich bin echt, ja, jetzt im Sonic-Fieber wieder. Und ja, ich habe mir gedacht, ich mache jetzt eine Herausforderung in Sky Century, damit ich den Schlüssel auch noch bekomme. Denn ich habe das Boss-Tor schon gesehen. Ja, ziemlich. Achso, da. Komme ich ja gar nicht drauf. Das muss ich darauf. Genau da. Ja, das weiß ich schon, damit man. Wird nur da drauf. Egal. Lassen wir das. Machen wir einfach eine Herausforderung und holen uns ein paar Schlüssel. So. Alles klar. Denn das habe ich gesehen. Das wollte ich sagen. Hier ist der Boss. Und die Musik. Könnt ihr euch mal die Musik anhören? Geil, oder? Ich finde drei Boss-Tor-Schlüssel, um das Boss-Tor aufzuschließen und stelle dich dem Boss. Du bekommst Boss-Tor-Schlüssel, indem du einen Herausforderungsakt in Akt 1 oder Akt 2 spielst. Komm zurück, wenn du einen Schlüssel hast. Jo. Einzige, den wir brauchen, ist hier. Sky Sanctuary. Machen wir das einmal. Knuckles Schatzsuche. Lass Knuckles mit Y nach Schatzmünzen graben. Sammle die nötige Anzahl und erreiche das Ziel. Ach ja, haben wir hier schon Musik für diese Level? Nein, aber wir können Savannah Citadel nehmen. Die haben wir noch nicht. So. Mit Y gräbt er. Alles klar, und da ist nur ein Schatz. Ja doch, hier, oder? Auf geht's. Ich mach das. Was soll denn da das Rufzeichen, wenn es da keine gibt? Oder? Auf geht's. Okay. Achso, das heißt nur, dass es Informationen gibt. Eigentlich dachte ich, ja, dass hier nichts, wo das Rufzeichen ist. Aber das stimmt nicht. Das sind nur dort welche, wo mir der Pfeil das zeigt. Also da. Also los. So, wie viele brauchen wir? 35. Alles klar. Ein Rätsel, wo es nicht nur um Geschwindigkeit geht, finde ich eigentlich recht interessant. So, einmal, zweimal, dreimal. Auf geht's! Los, Knuckles. Wow, fünf auf einmal. Wow, so. Oh. Oh, Zeit. Alles klar? Hier gibt's auch was. Und dieser Ton ist nur manchmal. Aber okay. So, noch mehr Zeit. Da gibt's was drin. Alles klar. Mach das mal. Wieder fünf. Wie viel Zeit haben wir denn noch? Das S. Oh, eine Minute. Na gut. Ah ja. Holen wir da mal die Münzen raus. Macht aber die Gegner fertig. Und dann kommen wir weiter. Haben wir noch genug Zeit? 40 Sekunden. Ja, ich wollte eigentlich darauf, aber okay, so geht's auch. Ich habe überlebt. Ich dachte jetzt eigentlich, ich bin tot, aber okay. Eine. Eine. Ja, ich würde grob schätzen, dass sich das nicht mehr ausgeht, oder? Sorry. Nein, geht ja nicht mehr aus. Da ich gerne überall Rang S haben will, starte ich das einfach gleich neu. Oder? Ja.
Ich weiß jetzt nicht, wo ich angefangen habe, aber... wann ich angefangen habe. Yo, Knuckles. Sonic, Knuckles. Ah, ich hätte es mir gerade aufgefallen, den brauche ich gar nicht besiegen. Aber egal, so. Ja gut, Schatz müssen 5, glaube ich, oder? Jo. Da müssen noch 5 gewesen sein. Ah, nein, Zeit, genau. Und unten gibt es nochmal Zeit. Von daher gehe ich da auch runter. So. Da haben wir auch noch 5. Und drauf da. Ah, okay. Das ist nur... ja, Checkpoint. So. Alles klar. Haben wir jetzt noch genug Zeit? Ja, 1 Minute 40. Jetzt müsste es sich ausgehen. So. Und warpen. So, da müssen dann aber jetzt mega viele reinkommen, weil sonst ist das total unnötig. Okay, 5 Ringe. Aber 5 Münzen meine. Und zack. So. Nochmal 5, wie es aussieht. 3, okay. Nicht schlimm. Da sind, glaube ich, 5 drinnen. Und wir haben noch eine Minute Zeit für eine Münze. Nochmal Zeit. So. Und... Oh, die Münzen nochmal zu mir. Oh, ich hab's geschafft. Ja, der schießt da gerade auf mich. So Typ. Oh. Wo ist er jetzt lang? Dort. Achso, da runter. Ja. Okay. Oh ja, ich sollte. Oh. Boah, gerade noch geschafft. Ja, was mir noch eingefallen ist, ich muss das Ziel auch noch erreichen innerhalb der Zeit. Oh Mann, daran habe ich gerade überhaupt nicht gedacht, aber ich habe es trotzdem geschafft. Sehr schön. So, nein, ich weiß überhaupt nicht, wann ich begonnen habe. Mann, Mist. Okay, gut, holen wir uns den Bossschlüssel. Alle Boss-Torschlüssel gesammelt. Schließe mit ihnen das Boss-Tor. Ja, das wird ein Boss-Part. Ihr habt es euch verdient. Und ich auch, denn wir bekommen ein Chaos Emerald, wenn wir ihn besiegen, erfolgreich natürlich. Okay, was passiert? Okay, cool. Alles klar. Das Boss-Tor ist jetzt offen. Gehe durch, um dich dem Boss zu stellen. Ja, da kommen wir sowieso nicht hin. Bereit für den Boss aus Sonic 2? Dann los. Musik? Nein, lass mal. Lass mal die Hauptmusik, ja. Alles klar, los geht's. Eine Cutscene zuerst. Wow, wie geil. Sieh dich genau an, Sonic! Dr. Eggman! Das ist das Letzte, was du siehst, ehe ich deine Augen für immer schließe!
Noch ein Sonic? Was? Moment mal! Jetzt ist interessant. Okay. Okay, geil. Jo, Classic Sonic gegen... Ja, wir sind im Deathwack. Death Egg Robot. Sonic! Ah ja, okay. Alles klar. Geil. Bis so wie der Hintergrund auch ausschaut. Mann! Viel, viel geiler kann das Spiel eigentlich gar nicht mehr werden. Aber es wird es noch, keine Angst. Okay, wo sind wir jetzt? Wo zur Hölle bin ich? Okay. Du kennst doch die Schalter, die Bomben losschießen, wenn du sie betätigst. Versuche, deine Angriffe nach oben zu lenken. Ah, okay. Arsch. Wie geil. Mann. Ah, da unten ist der Schalter. Alles klar. Na? Okay, okay, okay. Oder auch nicht. Shit, ich bin ganz unten. Nein, was passiert jetzt? Ah, okay. Shit. Ah, da. So, und? Kaboom! Weg mit Death Egg Robot. Wow, okay. Noch nicht so schlimm. So. Alles klar. Oh. Was? Nein! Nein! Sonic, rette mich! Ganz anderer Ablauf der Dinge, wie wir es in Sonic 2 erlebt haben. Aber okay. Ach, da kommt er. Unfassbar, es gibt mich zweimal. Ich glaube, ich kann das erklären. Ja, ich auch. Zwei von ja, ich auch. Orte und Feinde aus unserer Vergangenheit? Wir reisen durch Raum und Zeit. Wie ist das passiert? Das hängt vermutlich mit diesem riesigen Ding zusammen, das Eggman entführt hat. Das klingt wie dasselbe Ding, das eure Freunde entführt hat. Ich meine unsere Freunde. Ihr wisst, was ich meine. Ganz schön verwirrend. Aber ich bin noch dabei. Das
Wir müssen das Ding finden, und zwar schnell. Und die Welt ist erweitert mit den Dreamcast Levels. Du kannst nun das nächste Gebiet betreten und erforschen. Alles klar. Chaos Emerald, komm zu mir. Das ist ein Chaos Emerald. Ah, das ist der erste, okay. Haben wir als allererstes City Escape. Aus Sonic Adventure. Nein, das ist Speed. Ist das Speed Highway? Ja, genau. Hier haben wir. Ja, City Escape. Aus Sonic Adventure 2, das ich leider nicht gespielt habe. Ich habe kein GameCube. Wo gibt's das noch? Am Dreamcast hat es auch. Und GameCube war, glaube ich, die. Keine Ahnung, wie man das nennt. Egal, auf jeden Fall ist das. So, welche Spiele gibt's denn da? Sonic Heroes, Adventure 2 und welches haben sie da noch genommen? Alles klar. Ja, aber da ich nicht weiß, wann ich angefangen habe, werde ich erstmal Pause machen vorher noch. Habe ich irgendwas Neues? Nein, ich glaube gar nicht, gell? Habe, glaube ich, nichts gemacht, was mir Musik einbringen könnte. Nein. Ah, ich habe den Boss besiegt, das ist doch mal. Das ist doch auch was. Das haben wir im letzten Part schon angesehen. Aber das ist mein Spiel, glaube ich, abgestürzt. Naja. Kann aber passieren. So, Charaktere haben wir noch keinen neuen. Metal Sonic. Warte. Metal Sonic ist ganz unten. Metal Sonic ist Sonics alter Ego in Roboterform. Er wurde von Dr. Eggman erschaffen, um den leichtfüßigen Helden zu zerstören. Er wurde Sonic in jeder Hinsicht nachgebaut, auch in Sachen Tempo. Von allen Gegnern kam er wohl einem Sieg über Sonic am nächsten. Okay. Super, aber wir haben auch keine neuen Fähigkeiten oder so. Okay, dann war's das mit dem Part. Ich weiß leider nicht, wie lange noch gehen würde. Aber naja, das war's erstmal. Posttor führt dich zu einem wartenden Boss. Um das Tor zu durchqueren, benötigst du jedoch zuerst drei Posttor-Schlüssel. So. Obwohl Dr. Eggman der Hauptverdächtige für das Verschwinden von Sonics Freunden war, hat sich herausgestellt, dass er nur ein weiteres Opfer des wahren Übeltäters ist. Finde den mysteriösen Feind, der Dr. Eggman entführt hat. Okay, ja. Storymäßig auf jeden Fall interessant. Mann, Sonic Generations ist so cool. Kann ich noch einmal sagen. So. Gut, dann bis zum nächsten Part von Sonic Generations. Bis dahin, haut rein, euer Marc.